Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Tageshoroskop am 16. August 2019. Vollmond ist vorbei. Die abnehmende Mondphase hat begonnen. Das eignet sich ganz gut dafür, etwas starten, was abnehmen soll. Mond nähert sich zum Lilith-Energie und erreicht gegen Abend diesen Schnittpunkt. Lilith ist nichts anderes als ein Schnittpunkt im Mondumlaufbahn, aber zeigt eine gewisse Energiefeld. Und das bedeutet, wir spüren unsere Wünsche und Sehnsüchte ganz intensiv. Dieser Schnittpunkt befindet sich jetzt ganz nah zu unserem Planet Erde und das bedeutet, es ist alles erreichbar. Es steht auch ganz nah und diese Vertrauen haben wir auf jeden Fall. Sonne und Venus sind immer noch in einer Konjunktion in Tierkreiszeichen Löwe und das bedeutet, sie wirken zusammen. Löwe ist natürlich Glanz und Sonne fühlt sich hier pudelwohl, immerhin Sonne herrscht über die Tierkreiszeichen Löwe, also kann sie ganz gut ins Licht zu kommen, sich zum Entfalten und diese glanzvolle Energie beeinflusst auch die Venusbewegung und das, was wir Frauen auch verspüren. Dieser Glanz, die Weiblichkeit oder wir verschönern etwas. Neue Haarschnitt, andere Kleider oder Schmuck. Oder wir lassen uns in Kosmetik verschönern. Wir Frauen haben die Bedürfnis wahrgenommen werden. Aber Venus zeigt nicht nur uns Frauen diese weiblichen Energie, sondern Venus verkörpert alles, was schön ist. Kunst, Kreativität, Schönheit, Ästhetik, Harmonie und dieser Schönheitssinn haben die Männer auch. Venus ist die Planet der Liebe und das bedeutet, das ist ganz, ganz wichtig. Und auch die Klarheit, das ist die Sonnenenergie in Bezug in einer Liebesangelegenheit. Dass wir mehr Klarheit brauchen. Oder wir möchten die Wahrheit wissen. Sonne bringt auch etwas ins Licht oder öffnet unseren Augen. Sonne steht in Verbindung zu unseren Augen und auch zu unserem Herzen. Weil so wie die Sonne die Zentrum ist unserem Sonnensystem, unserem Herz ist die Zentrum unserem Körper und astromedizinisch stehen auch in Verbindung. Also diese Herzensangelegenheiten ist sehr, sehr wichtig. Und vor allem, das ist die Energie, was bei Sonnenaufgang gerade in Osthorizont aufsteigt. Und da spüren wir auch diese Löwe-Energiefeld. Mond bewegt sich ab heute schon in Tierkreiszeichen Fischen. Die Tierkreiszeichen Fischen gehört zum Wasserelement. Und Wasserelement symbolisiert die Gefühle. Und Mond hat einen ganz innigen Bezug zu unserem Unbewussten und unseren Gefühlen. Immerhin, Mond herrscht in diesem Bereich und fühlt sich auch sehr wohl in Tierkreiszeichen Fischen. Aber wir sollen etwas verstehen. In diesem Sternbild sind es zwei Fischen und sie schwimmen im Ozean die Gefühle. Die eine Richtung ist die Angst und Zweifel und Selbstmitleid. Das blockiert natürlich. Die andere Richtung ist das Vertrauen, Vertrauen, das Fluss des Lebens. Und so geschieht auch Wunder. Dann können wir unsere Träume verwirklichen. Immerhin, Neptun herrscht über die Tierkreiszeichen Fischen und zeigt, wie das geht. Abgesehen davon, dass dieser rückläufige Neptun auch hier im Tierkreiszeichen Fischen befindet und Mond trifft morgen schon mit Neptun.
Morgen bilden sich die beiden ein sogenannten Konjunktion und das wird für uns bedeuten, wir leben unserem Träume oder haben wir einen wichtigen Traum und das sollten wir auch verstehen. Immerhin, die Träume sind die Sprache unserer Seele. Heilung brauchen wir auch. Ein rückläufiger Chiron zeigt, etwas kränkt uns. Diese Rückläufigkeit bedeutet, das ist die Vergangenheit. Und da brauchen wir Heilung. Abgesehen davon, dass dieser rückläufige Chiron in Tierkreiszeichen wieder bewegt sich im Mondhaus Aschwini. Und das bedeutet auch Heilung. Und da bekommen wir ein Signal. Und Merkur steht heute ein Trigon zu diesem rückläufigen Chiron. Und das heißt, etwas kränkt uns. Und das sollen wir in Sprache bringen, das in Ordnung zu bringen. Es ist nicht einfach, weil auf dieser Merkurbewegung haben wir ein Quadrat von Uranus. Und das ist natürlich nicht ganz einfach. Das ist schon eine Herausforderung und nervt auch. Immerhin Uranus herrscht über unserem Nervensystem. Und das ist gerade diese Spannung. Und das spüren wir auch zurzeit. Trotzdem brauchen wir diese Heilung und etwas klären. Chiron zeigt auch Krankheiten oder ein Beruf, Berufung in diesem Bereich, einen heilerischen Bereich. Und da bekommt dieser rückläufige Chiron aber einen guten Einfluss von Merkur. Und das würde ein Studium bedeuten oder etwas Neues lernen oder ein Seminar, Schulungen. Oder ein Arzttermin wäre vielleicht auch angebracht. In eine rechtliche Lage kommt Ordnung. Immerhin steht Jupiter in ein Halbsextil zum einen rückläufigen Saturn. Und das heißt gegenseitige Unterstützung. Aber da kommt noch ein Einfluss von einem rückläufigen Neptun. Das heißt, eine vorwärts bewegende Jupiter und ein rückwärts bewegender Neptun kommen bald zum ein Quadrataspekt. Und es ist eine Herausforderung. Und da kommen auch Enttäuschungen, auch Erinnerungen. Oder wir sollten aufräumen. Und das hängt mit der Vergangenheit zusammen. Oder wir finden etwas. Und das hat einen Einfluss auf diese rechtliche Lage. Und damit können wir auch rechnen. Was kommt noch in die nächste Zeit? Das wird eine Mars-Venus-Verbindung sein. Venus bewegt sich nämlich schneller als Mars und nähert sich zu dieser Mars-Position. Und das ist ein Treffen. Und das bedeutet für unser Leben, dass wir Frauen auf die Männer zugehen oder wir sollen die Kontakt suchen, eine Verbindung. Bedeutet natürlich auch Kunst, Kreativität, Selbstständigkeit und da verspüren wir unsere Kraft und das nähert sich und dann sind wir im Einsatz. Das kann diese Mars-Energie auch auslösen. Aber die beiden Mars und Venus, meistens handelt es sich um eine Liebesangelegenheit. Immerhin, das sind die beiden Liebesplaneten Aphrodite und Ares. Und da kommt bald zum einen Treffen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.